Hey ihr Lieben, heute gibt es wieder ein neues Feedback-Video, dieses Mal von Khalil aus Afghanistan. Komm, wir gucken mal rein. Max, ich bin Amir Khalilwand, ich komme aus Afghanistan, es ist seit 7 Monaten, ich bin in Deutschland gekommen und es freut mich, dass ich der geflogen bin. Und mit dir kann ich meine Deutschsprache perfekt machen. Dankeschön, mach's gut. Super Khalil, vielen, vielen Dank für dein Video. Also du hast wirklich eine freundliche Ausstrahlung und hast ein richtig cooles Video für mich gemacht. Dankeschön. Ja Khalil, also wow, mir ist direkt dein Sprachtempo aufgefallen. Also du sprichst super, super schnell. Zum Beispiel bei der Vorstellung habe ich gar nicht verstanden, wie du eigentlich heißt. Hör mal rein. Max, ich bin Amir Khalilwand, ich bin... Ja, hast du gehört? Es ging einfach super schnell. Hallo Max, ich bin Amir Khalilwand. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie du heißt. Es wäre ungefähr so, als ob ich sagen würde... Hallo Khalil, ich bin Maximilian Mustermann und ich wohne in Berlin und weißt du, das ist zu schnell, weil du selbst kennst ja deinen Namen schon, aber die anderen Menschen wissen ja nicht, wie du heißt. Deswegen Khalil, mach schön in Ruhe, ja? Sag, hallo Max, ich bin Khalil... und komme aus Afghanistan, ja? Also ganz easy, ganz ruhig. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich komme aus Afghanistan, es ist seit 7 Monaten. Khalil, pass auf. Mir ist direkt etwas aufgefallen. Und zwar höre ich das wirklich bei vielen Jugendlichen auch, die aus dem Ausland kommen. Und sie sagen immer zwischendurch beim Sprechen, und das machst du auch, Khalil, ja? Hör mal rein, ja? Dieser Sound. Ich komme aus. Ja, und mir ist natürlich bewusst, in anderen Sprachen sind solche Klänge und Sounds und Töne ganz normal. Aber die Deutschen machen das nicht. Und ich persönlich finde auch, dass dieser Sound ein bisschen zu viel Temperament für die deutsche Sprache hat, ja? Es klingt ein bisschen fordernd und vielleicht so ein bisschen aggressiv, ja? Also wenn man so sagt, was los bei dir? Sag mir die Antwort, ja? Also lieber nicht machen, Khalil. Okay. Ich komme aus Afghanistan, es ist seit 7 Monaten, ich bin in Deutschland gekommen. Ja, seit 7 Monaten, ich bin in Deutschland gekommen, hast du gesagt. Ich glaube, du hast seit und vor verwechselt. Also du wolltest sagen, vor 7 Monaten bin ich nach Deutschland gekommen. Vor 7 Monaten bin ich nach Deutschland gekommen. Oder du benutzt seit und sagst, seit 7 Monaten bin ich in Deutschland. Seit 7 Monaten bin ich in Deutschland. Mit dir kann ich meine Deutschsprache perfekt machen. Ja, Khalil, na klar. Ich helfe dir dabei, deine deutsche Aussprache zu perfektionieren. Und Khalil, achte mal darauf, dass du wirklich auch die Endungen der Wörter gut betonst. Hier hast du das T bei perfekt nicht so deutlich gesprochen. Wir hören mal rein. Hier kann ich meine Deutschsprache perfekt machen. Genau, perfekt machen. Und ich höre aber nicht dieses perfekt machen, wie bei dem Wort Arzt. Deutschsprache perfekt machen. Dankeschön, mach's gut. Sehr gerne, Khalil. Ich danke dir für dein tolles Video. Also, du hast das super gemacht. Du warst sehr, sehr mutig und du bist echt auf einem guten Weg. Du hast eine freundliche Ausstrahlung und du hast auch Selbstvertrauen beim Sprechen. Das ist auch wichtig. Mein Tipp für dich ist, sprich ein bisschen langsamer, mach ein paar einfachere Sätze und dann findet sich der Rest von ganz alleine.
Und wenn du jetzt sagst, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich habe auch einige Probleme bei der deutschen Aussprache, dann kann ich dir meinen neuen Aussprachekurs empfehlen, der Aussprache-Booster-Kurs. Mit diesem Kurs verbesserst du deine deutsche Aussprache in nur 3 Tagen. Unter dem Video findest du einen Link zu meinem neuen Aussprachekurs. Gib mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann, ciao!